So, Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück hier zu meiner zweiten Folge Minecraft. Minecraft-Probe, sozusagen, wa? Machte die ganze Zeit erstmal probemäßig. Wie gesagt, bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Wie gesagt, einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich das spiele. Einen Daumen nach unten, wenn ihr das nicht wollt, ihr könntet auch in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie hier so ein bisschen was machen wollen, war so ein bisschen Minecraften. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal ein Äxtchen, brauchen wir aber. Machen wir hier mal so eine Axt. Einen Spaten können wir natürlich auch hier brauchen. Also eine Axt wäre jetzt erstmal, machen wir mal drei Stück hier, dann können wir unten mal so richtig abholzen. Müsste ich mir auch mal hier auf eine Dings packen, war. Wäre mal sinnvoll. So. Gut, gehen wir mal ein bisschen Holz fällen. Ein bisschen was für den Ofen. Und zum Verbauen. Ansonsten, so finde ich die Location jetzt hier oben eigentlich gar nicht verkehrt, wa? Wir sind hier weit oben. Können schön in den Berg nach unten bauen. Ist doch, glaube ich, ein Berg, wa? Ist das ein, ja, ist doch ein schöner Berg. Da können wir auf jeden Fall schön nach unten bauen. Können wir mal gucken, was wir da so gestalten können. Oder schalten und walten können, wie uns das Ganze beliebt. So, aber erstmal hauen wir jetzt hier mal den Stumpen runter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, wa? Also ist ja noch nicht Nacht hier. So. So viel einsammeln hier wie möglich. Wenn wir ein bisschen hier ausbauen können. Ein Bettchen haben wir uns auch schon gemacht. Ansonsten, ja, guck mal, wir haben hier eine... viel Wildnis, wa? Lass mal ganz nach oben gehen, gegen was da ganz oben ist. Weiß, da waren wir schon in der letzten Folge, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Ich bin ja auch schon alt, Mike. Guck mal, da sind lauter Schafe. Lass mal eine Brücke rüberbauen. Warte mal. Da graben wir uns mal durch. Das wollen wir mal machen. So, wie war denn eine Tür? Warte mal, machen wir hier erstmal. Machen wir erstmal hier wieder zu. So. Ich weiß nicht mehr, wie man eine Tür bastelt. Wie war denn das da? Konnte man das. Ist das ja nicht mehr, Freunde. Wie war denn eine Tür? Musstest du mit Holz machen, war? Ich glaube, das war mit Holz. Ey, ich weiß nicht mehr, wie man jetzt eine Tür bastelt. Es gibt ja auch irgendwie eine Mod. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Es gibt ja auch irgendwie eine Mod, dass man so eine Craft-Mod. Gibt es ja auch, war? So eine Craft-Mod. Ich muss mal ein bisschen. Brauchen wir mal was zu essen. Lass mal hier so einen Apfel einpfeifen, weil sonst kippen wir hier bald vom Fleisch. War's jetzt. Dann brauchen wir, ja, dann müssen wir auf jeden Fall ein paar Tiere killen. So, scheißen wir jetzt auf die Dings hier. Müssen wir ein paar Tiere schlachten. Brauchen ein bisschen Fleisch hier. Fleisch braucht der Rabbi. So, da drüben bieten sich die Kühe natürlich an. Du hast aber einen Ofen bauen. Ofenmäßig wieder geht. Aber wie ging nochmal eine Tür? Ja, um darauf zurückzukommen, es gibt ja auch irgendwie eine Mod, so eine Craft-Mod. Die macht man dann auf und dann weiß man, wie man wo was zu craften hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie war denn jetzt eine Tür? Keine Ahnung, brauchte man dafür Glas? Wisst ihr da nicht? Oh, hier haben wir auf jeden Fall Kohle, die nehmen wir natürlich mal mit. Die lassen wir hier nicht so liegen. Müssen wir mal gucken, was wir aus der Welt hier machen können, Freunde. Bin ich auf jeden Fall riesig gespannt. Beobachte das Ganze hier schon. Mein Gehirn rattert. Vielleicht könnt ihr das hören. Ja, das hört sich so ein bisschen an wie so ein leichtes Kokeln. Ja? Das ist wie so ein leichtes Kokeln im Kopf. Ich könnte das hören.
Aber wahrscheinlich hört der ein oder andere hier nur hohl irgendwie. Ja? Ich bin auch hohl in der Birne, ich meine, da rollt die Erbse. Ja? Also wenn ich den Kopf nach links drehe, dann dauert das kurz, dann rollt die Erbse, das kann man natürlich auch hören. Dann rollt die Erbse da von rechts nach links. Das ist wie bei SpongeBob, wisst ihr? Oh hier, habt ihr mal nicht so? Lass dich mal killen, ich brauch dein Fell. Was mit dem Hasen hier? Wer ist auf den Hasen? Komm, hier oben. Hier oben ist frech hier was los. Oh. Ja, das Schaf nehmen wir natürlich auch noch mit hier. Ich meine, das ist alles, das geschieht alles hier jetzt, das ist alles aus Liebe, was ich hier mache. Geschieht alles aus Liebe. Ich bin ja tierlieb, ich liebe Tiere. So, und besonders Nutztiere. Ja, und diese Tiere haben natürlich den Nutzen, dass sie uns Fleisch geben. Und das war's hier schon. War das Gefleckte, was ich da gesehen habe? Oder? Nein, das war ja auch, ist ja auch doof. Wie viel Fleisch haben wir denn hier ja nicht? Ich weiß immer noch nicht, wie man eine Tür baut. Na gut, lassen wir das erstmal. Gucke ich dann irgendwie mal eine Aufnahmepause. Ist das jetzt wirklich nicht mehr? Könnte man das aus Stöckern machen? Nee. Ey, das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, so mit Stöckern, das ist aber ein Zaun. Das ist ja keine Tür, das ist ein Zaun. Ich weiß nicht mehr, wie man eine Tür macht. Keine Ahnung. Hätten wir noch ein paar Schafe, die werden wir uns mal noch genüsslich reinziehen. Ja, ich denke mal, ich werde das Ganze hier, ich werde das Ganze dann noch mit Musik nachträglich unterlegen. So. Werde ich noch nachträglich irgendwie da ein bisschen reinmachen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was aufnehmen. Und dann, nachts über schön verarbeiten lassen. Ja, das Ganze rendert sich ja von alleine. Stelle ich dann einfach nur ein, schön die Musik dazu. Und dann, läuft das schon. Ja. Denk mal. Wo ist das hier nehmen? Wo ist das hier nehmigt? Das Vieh hat ein Ei ausgeschissen. Ey, nur mal hier so ein Stahlkochonis. Hat er gerade was rausgeschmissen? Sieht man ja. So ein Albino-Häschen. Bleib doch mal stehen hier. Wie viel ist noch in meiner Sammlung? Mal her hier dein Fell. So, sehr schön. Albino-Häschen. Und noch ein paar Schafe. Da haben wir Ditte. Oh, da oben haben wir ein schwarzes Schaf. Das schwarze Schaf der Familie da. Wie geht das Mann? Da ist der Außenseiter. Die will keiner. Gut, dann können wir uns ein Feldchen anbauen. Ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall genehmigt. Ja, obwohl das weit weg ist vom Schlag. Echt weit weg vom Schlag hier, aber da haben wir noch ein Ei. Da haben wir noch ein Eichen, Eichen, Eichen. Gehen wir mal wieder zurück zu unserem Häuschen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Fleisch haben wir hier eingesammelt. Und dann würde ich mir da einfach mal so einen Tunnel durchgraben. Oh, hier haben wir so ein schwarzes Schaf. Komm. Wenn du schon hier stehst, wa? So. Jetzt derjenige stehen müssen. Ja. Hast du davon, wenn du dich von der Herde entfernst? So, was ist denn da oben? Warum schwebt da oben, was schwebt denn da oben? Ich glaube, das ist Independence Day. Kick mal, da oben kommen sie schon. Da oben kommen sie, die Außerirdischen. Da müssen wir aufpassen hier. Wenn jetzt so ein Strahl rausgehopst kommt hier und wir befinden uns hier, nee, dann ist Feierabend, wa? Dann machen sie Experimente mit uns hier, sexueller Natur. So ein bisschen aufpassen. Gut, wir sind von da gekommen, jetzt müssen wir da natürlich auch wieder zurück. Oh, das aber flink hier, flinky flotti. Hoppi hoppi. Oh, jetzt mal schön hier oben wieder ruf. Zurück in unsere Behausung hier. In unsere Steinbruchhöhle. Ich muss auch mal eine Fackel hier hinbauen. Wir wissen, hier ist der Eingang. So, machen wir da eine Fackel. Machen wir da eine Fackel. So. Sieht doch wie zu Hause aus, wa? Das ist doch, da fühlt man sich doch gleich viel besser. Fühlt man sich doch viel sicherer. So, Kohle machen wir mal hier werden. Nee, ich wollte, war schon richtig da. Ja, geht mal, so. Ja, dann machen wir dich hier mal wieder zu.
damit wir in Ruhe arbeiten können. Ich weiß immer noch nicht, wie man eine Tür baut. Könnte man vielleicht wirklich mal irgendwie eine Mod nachkicken oder sowas. Ansonsten, warte mal, Holz. So, lass mal kicken. So, da war nichts. So können wir auch nichts machen. Wie war denn eine Tür? Das ist eine Workbench. War denn jetzt so eine Tür? Drei hoch? Ja, kick mal, hier, drei hoch. Gibt es nicht auch eine Steintür? Ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben jetzt eine Tür. So. Jetzt werden wir uns mal genehmigen. Dann brauchen wir... Wie ging denn das andere? Hier so eine Platte, wa? Holzdruckplatte. Ja, davon werden wir auch mal zwei herstellen. Natürlich gut, das ist natürlich was Feines, ja? Das habe ich mir auch soweit gemerkt. So, Holzdruckplatten können wir natürlich auch hier brauchen. Ja, das brauchen wir natürlich jetzt so. Machen wir rein hier. So. Und so. Dann brauchen wir wieder die Pickaxe. So. Und Türe. Pickaxe. Und Türe. So, dann brauchen wir hier die Druckplatten. Da eine Druckplatte. Sehr gut. Guck mal, wie das läuft. Sehr gut. So. Gut, sind wir erstmal soweit, sind wir jetzt sicher. Dann können wir uns jetzt mal schnell einen Ofen bauen. Ja, einen Ofen, der war so hier, wa? Ne, den kann man ja hier so nicht, den braucht man ja, ne. Kannst du hier nicht einfach so im Handwerk machen. Dann lass mal ran hier an die Workbench. Braucht man denn ein bisschen mehr. Ja, der war ja einmal hier ringsherum, wa? Ja. Dann können wir uns gleich mal zwei Öfen machen. Was soll der Geiz? Lass ich das, was in dem mehr gemacht. So, dann machen wir hier mal die überschüssigen, machen wir da auch noch hin. So, und dann können wir hier zwei Öfen. Ja, heiße Angelegenheit, sehr gut. Oh. Heiße Angelegenheit. Die bauen wir mal hier drüben in die Öfen. Ich denke mal, hier machen die sich ganz flott, ganz gut. So, Kisten brauchen wir natürlich dann auch. Ist natürlich auch ganz wichtig. So, machen wir hier zwei Öfen hin. Sehr gut. Können wir da schon was anfeuern? Nee. Natürlich auch Quatsch jetzt, ja? So, wir können jetzt aber, ich habe jetzt den Plan, dass wir uns hier stupide durchgraben. Das werden wir einfach mal machen. Wir werden uns hier mal stupide durchgraben. So, dann kommen wir nämlich auf der anderen Seite raus. Dann mache ich da nämlich sowas wie eine Brücke. Und dann haben wir hier quasi zwei Eingänge. Okay, lass erstmal hier eins durch, wenn ich die doppelt machen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall einmal durch. Sehr gut. So, ob das jetzt so optimal war, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall... oh. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nicht mehr außen rumlatschen und watscheln. Können wir hier so weit wie eine Brücke machen? Können wir hier in Crouch-Modus gehen? Was denn? Was hat denn jetzt hier gemacht? Hat's ja nicht, hä? Immer wenn ich auf C drücke, was macht der denn da? Oh, da zeigt er mir die Höhlen an. Hä? Ach, das war gar nicht der Crouch-Modus. Idiot. Ja, ich war jetzt noch in Creativeverse. Creativeverse ist nämlich der Crouch-Modus auf C. Hier ist der Crouch-Modus ja anders. Ja, gut. Hat auch geklärt. Jetzt sind wir hier im Crouch-Modus. Ja. Sehr gut, Rabbi. Das hast du prima geregelt. So, wenn sie jetzt kommen und dich auffressen, bist du selber dran schuld. Ah, ey. Och, komm schon, bitte. Mach nicht so was mit mir.
versuche das Ganze hier ganz vorsichtig zu machen. Ich würde mir gerne hier so eine Brücke rüberbauen. Wie gesagt, machen wir ja jetzt gerade. Also sonst muss ich ständig immer um den Berg rumlaufen und das will ich auch nicht. Das ist das Dings alle. Nee, geht's natürlich nicht so gut. So, gib mal was her hier. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Musik jetzt überhaupt denn darauf kommt. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich werde das Ganze... Ich werde das Ganze halt im Nachhinein weg der Musik drin, mal so eine leichte Musik irgendwie rinknallen, weil ich weiß ja nicht. Kommt mir so ein bisschen so sonst zu langweilig vor, war für euch. So, wenn ihr ständig immer nur hier den Ingame-Sound habt. Ey! Reg dann nicht auf, Rabbi. So, jetzt sehen die Sachen nämlich alle da unten. Sehr gut. Ihr Arschlöcher. Ey. Waren da zwei Creeper gewesen? Ich glaube, das waren zwei gewesen. Die da einfach mal Puff gemacht haben. Super. Ja, geh mir bloß aus dem Weg, Alter. Ich hol sonst, mach ich gleich Kastration mit dir. Ich schwör dir das. Gibt kleine Kastration. Nee, da kommt das sonst später. Gibt hier, komm, jetzt machen wir die Pickaxe raus hier. Erstmal schön in den Kopf rennen, wenn es geht. Ja, ein richtiges Leben würde ich das auch machen hier. So richtig. Ja, wenn so ein Zombie kommt hier, erstmal schön die Pickaxe voll in den Schädel rennen. So. Das ist die beste Option. Erstmal voll in den Schädel rein. Anders kannst du da nicht vorgehen. Hast, wirst du so ein Zombie da, wirst du nicht in der Lage, wa? So, dann musst du schön mit der Pickaxe. Kommen wir hier nicht hoch? Ey, hier haben wir jetzt was gebaut, ey, das ist ja... Warum ich da runtergefallen bin? Mistmade, ja? Echt mal. Couch-Modus losgelassen habe. Sagt mir mein Gefühl. Deswegen bin ich hier runtergefallen. So, aber gestorben sind wir durch so eine Creeper-Explosion. Natürlich sehr nice. War. Das spornt mich an. Aber wir sind gleich drüben hier. Wenn wir wenigstens hier das eine geschafft haben. Und das ist alles weitere natürlich ein Kinderspiel. Müssen die erstmal rüberkommen. Da unten haben wir natürlich jede Menge lebende Tampons. Ja, das liegt da unten gerade. Wenn wir so drei Schafe so ins Wasser schmeißen, ja, so drei Schafe, wenn du drei Schafe in den Fluss schmeißt, ist der Fluss leer. Ja, das sind ja die lebenden Tampons. Ja, dann ist der Fluss leer. Du kannst dann natürlich auch einen Fluss trocken liegen. Ist natürlich jetzt Quatsch, was die Gelaber. Also merkt euch das bloß nicht. Ich wollte nur ein bisschen was Lustiges erzählen, aber war jetzt nicht so. Ich glaube, nee, das war nicht so dolle, war. Ich glaube, das war nicht so. Nee. Ich glaube, der kam nicht an, der war nicht gut. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Verbindung hier drüben. Besten sind immer zwei Steine, also für mich ist es immer besser, wenn wir hier zwei Steine haben, zu rüberlaufen. Ja, okay. Was bringt mir jetzt die Verbindung? Dass ich hier besser hoch und runter laufen kann. Das ist der Grund. So, da unten haben wir Wasser. Haben wir Häschen. Geh mal, die kommen automatisch zu uns. Ja. Hier muss noch ein Stein hin, dass ich wieder hochkomme. Sonst bringt mir das Ganze ja nichts. Hier machen wir noch einen Stein. So. Bringt mir das Ganze ja nichts. So, ich würde jetzt aber gerne hier noch. Sind unsere Fackeln. Da. Hat sich wie so eine Tierpelle hier eingeschlichen. Machen wir hier mal an jeder Seite eine Fackel. Das Ganze schön beleuchtet ist. Wenn die runterfallen.
So. Da wissen wir, hier ist der Kackstift, da jetzt drin. Ja, holen wir die Pickaxe. So, nochmal hier die Axe. Genau. So luftet. Gut, da unten haben wir jetzt noch ein bisschen Kohle. Ein bisschen cool. Das bauen wir hier mal schnell ab. Den Kies haben wir ja da auch noch. Guck mal. Aber Kies können wir jetzt nicht hier brauchen. Kies ist jetzt völlig für den Arsch erstmal. Ja, aber seht ihr ja, hier mit der Kies, ey, gut, dass wir nicht da drunter stehen. Wir wären schon erschlagen worden. Wir haben auch keine Schippe, die mal vergessen herzustellen, eine Schippe. Na gut, aber die Kohle nehmen wir mit. Kohle ist natürlich ganz wichtig. Kohle ist was Feines. Oh, jetzt komme ich wieder hier so ein Creeper von hinten. Versucht uns. Ey, was ist denn hier los? Ich meine, ist ja Kohle, hier ist ein richtiges Vorkommen. Geilo. Geil, 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 geil. Meine, das ist gut, das finde ich geil. Finde ich richtig gut. Gut, wenn ich Minecraft sowieso rendern muss hier, können wir ja auch mal eine ganze Session, hier können wir ja mal ein paar Stunden hier durchmachen und dann kürze ich das Ganze immer so auf 20 Minuten oder sowas. Kann ich dann prima einstellen. Also nicht wundern. Die erste Folge waren jetzt, war das jetzt gewesen, 45, 43 Minuten irgendwie. Ja. War dann jetzt eine Ausnahme gewesen, ansonsten werde ich jetzt immer so eine Session so, weiß gar nicht, eine Stunde, zwei Stunden so, je nachdem. Werde ich auf jeden Fall immer so durchdonnern hier. Was ist denn hier los? Gib mir, was wir hier an Kohle finden. Ey, da ist ja noch mehr Kohle. Ey. Was ist denn hier los? Irgendwie hier Wasser.